Neues Jahr, neues Glück. Freezy. Ich erzähl euch von einer Zeit, in der wir nicht mal einen Deal hatten. Kein Plan vom Vertrieb für GD-Platten. Verdammt, wir waren nur paar reale Kanacken. Nur irgendwie schien die Industrie uns zu hassen. Und bei Sony stand ich auf der Blackliste, weil ich ihre ganze Drecksippe in mein Tracks diste. Wir hatten kein Facebook zum Auskotzen. Damals sagte man dem Hater, komm, wir gehen raus boxen. Ich konnte es nicht mehr bei Stein aushalten. Ging weg, er hat mein Steuerkonto einbehalten. Als Ablöse, ich gab mir nicht diese Kackblöße. Sagte okay und ich dachte, ich zeig wahre Größe. German Dream, es waren ich und die Jungs. Bei Yunus wurde recorded und paar Bitches gebumst. King Size war der allerbeste Freund seit meiner Kindheit. Egal was er und ich machen, es klingt tight. Damals hat er nicht viel Cash gemacht mit DKO. Doch ist es nicht ganz am Anfang bei jedem so. Er hat zwei Alben von mir aufgenommen und abgemischt. Dafür hatte er dann fast nichts gekriegt. Also sagte ich ihm, Brudi, so. Dafür kriegst du dann ein ganz neues Studio. Gesagt, getan, ein neuer Partner kam. King Size hatte seinen Stuff, Masterplan. Ich hatte uns ein Studio gemietet, dort recordeten alle unsere Jungs die Releases. Es war unser GD-Shit, das Forum rastet aus. Wir wussten nicht mal, wie sieht eine Promophase aus. Als wir uns trennten, durfte er die Geräte behalten. Also hab ich ihm seinen alten Lohn gegeben für die Alben und ihm ein Start ermöglicht. Mann, der Wichser hat's geschafft, die halbe Szene kommt zu ihm und dann mischt er für sie ab. Wir haben manchmal noch Kontakt, aber leider nicht wie früher. Tja, jeder wird erwachsen, doch wir bleiben immer Brüder. Lernte Manuel kennen, er war künstlerisch sehr stark. Doch ich sagte ihm, dass ich das Englisch nicht mag. Und er macht es mehr wie wir und fing an zu spitten. Es war unser Traum, mal das ganze Land zu ficken. GD Allstars, er war stolz und schwarz. Überall VIP, wir hatten voll den Spaß. Irgendwann kam er dann mit meiner Ex zusammen. Ich sagte kein Problem, denn er kam so eck wie ein Mann und wollte meinen Segen. Ich sagte, den brauchst du nicht, denn ich weiß, wie echte Liebe zu einer Frau so ist. Warum ich sie überhaupt erwähne, ich sag's euch sofort, weil es seitdem zwischen uns nicht mehr war wie davor. Ich wollte dich grüßen, denk nicht falsch von mir, Elsen, bist mein Bro. Und du kannst dich alle Zeit bei mir melden. Dasselbe gilt für Ramsi, Mann, was haben wir erlebt? Aber jeder geht halt irgendwann seinen Weg. Und Cupcakes, ja, mein treuer Bruder, Cupcakes. Weißt du noch, wir aßen Haschkeks, hatten Lachkeks. Du hast damals schon wie ein Franzose gestylt. Vor über 10 Jahren warst du vor deiner Zeit. Bro, du weißt, ich brachte dir dein Album raus. Und für deine Treue danke ich dir, altes Haus. Komm vorbei, wir machen Mucke und bringen was am Start. Ach ja, wo ist eigentlich Diddy der Pirat? Wie geht's dir, durch schon gut? Ja, hoffentlich, du sag. Ich brachte dein Debüt raus, hat Optik nicht geschafft. Ich bin stolz darauf und hab wie alle Bock, dass du ans Mic kommst. Meine Tür ist immer offen, du weißt schon, Stizzo. Du bist mein großer Bruder, ist so. Bravo, bist du dumm, wir waren überall am Stizzo. Kam wegen dir nach Kalk und lernte Hakan Abi kennen. Mann, es war die Gang, Grand Branks, Ferrari Rennen. Ich hab den Abi zum Geschäftsführer gemacht. Er gab Selfies über Nacht, Stans, Gang, Brüderschaft, yeah. Und er hat seine T-Shirts verkauft. Brachten Free Tracks auf Low im GD-Forum raus. Kommen wir zu K, du denkst, du kriegst einen aufwendigen Diss, Bitch. Doch für dich, Verräter, verbrauch ich meinen Stift nicht. Ein Jahr in der Hood und heute eine Stunde lang im Netz. Brauch dich nicht mobben, du schaffst deinen Untergang auch selbst. Weil du das Promi-Luder und nicht von der Straße bist, gibt es hier ganze 6 Bars für dich, du Arschgesicht. Ich brachte Farid seine erste CD raus und nahm ihn mit mir mit bei 7 Days to Close. Industrie-Massaker und alle waren abgeturnt. Steiger wollte sich das Album nicht mal anhören. Komisch, wie jetzt alle lutschen oder nicht. Wir machten Videoblogs, als wir nicht wussten, was das ist. Ich weiß noch, Farid war mit Aufnahmen fertig. Doch eigentlich war Capo dran, oh man, gefährlich. Ich sagte, scheiß drauf, ich nimm das auf meine Kappe. Und weiß noch, wie ich an dem Tag Shits vor Cupcakes hatte. Cap war sauer und wollte mit mir vor die Tür. Ich beruhigte ihn und fragte, was das soll, wofür. Naja, nur ne kleinere Anekdote an jeden, der denkt, Tracks von Farid sei noch rumgepose. Der muss leider enttäuscht sein. Farid, die Straße pur, ich saß mit meinen eigenen Äuglein. Wir träumten damals, wie es wäre, wenn man auf 4 geht. Der einzige von den Jungs, der mal anruft, wie es mir geht. Brachte Summer's Tape raus, hab Retouren bezahlt. Jedes Mal für alle Essen und das Studio bezahlt. Jahre später hat mich dieser Scheiß beschäftigt. Ich ließ nie raushängen, wir waren alle gleichberechtigt. Und ich schwör bei meinen Opa, der in sie was liegt. Ich hab noch nie im Leben ein Zeit an GD verdient. Ey, yo, Chris, turn mal den Beat up, man. Ich hab mal Bock, wieder richtig abzugehen, Alter. Fick deine Story-Voice. Oh, shit.
Ich mein schlechter Geschäftsmann mit guten Ideen. Wurden nicht gebucht, wir hatten kein gutes Benehmen. Es waren meine Brüder auf nem blutigen Weg. Hätt nie was gemacht, wenn sie gesagt hätten, es tut ihnen weh. Beste Crew in NRW, das Ghetto hat uns bestellt. Represent die Unterwelt für Eco-Fancys unterhält. Wir klebten auf der Straße so wie Reifenbelege. Alles Handschlag, bei uns gab es keine Verträge. Nur einfache Pläne, ich teilte meine Plattform mal. Doch wir wurden fame, denn unser Rap ist abnormal. Jetzt sind wir getrennt, jeder macht da draußen sein Ding. Ich hab eh keinen Nerv mehr, jemand rauszubringen. Hatte keinen Plan vom Biss, wofür die Jungs nix können. Doch ich muss mir diesen Track als einen Schlussstrich gönnen. Gremberg, Humboldt, Kaltpost, Hustler. Hab mit Hafen gefeiert, als er aus dem Knast kam. Errol Abi, Wettbüro, wenn ich morgens wach war. Guck die Kölner Ringe-Doku, alles meine Nachbarn. Einmal kamen Beko und Azad hierher. Sie waren echt korrekt, wir klärten die Sache mit Flair. Wahre Ehre, Männer, Bruder, also Grüße an euch. Inshallah, nächstes Mal in der Siedlung bei euch. Ich weiß doch, einmal hat mich damals Sony die gedisst. Er sagte, was mit Muttermann, so geht das aber nicht. Also fuhr ich hin mit Weiße, La Honda Boys und Blade. Doch keiner war beim Label da, wir kamen wohl zu spät. Nach langer Zeit am Telefon gab er sich zufrieden. Treffen ja, aber wenn dann in der KDW-Kantine. Denn dort war es safe von seinen Freunden keiner da. Weil er fast alleine war, hat er mir schon leid getan. Wir sind so weit gefahren und klärten diesen Bullshit. Am nächsten Tag hat er sich im Agrobot entschuldigt. Vor kurzem kam Toni auf der Tour vorbei. Wir gaben uns die Hand, er schenkte mir einen guten Wein. Es war alles dummer Scheiß, Kindergarten. Damals waren die Chefs vom Rap-Update im Kindergarten. Wir waren jung und wild, haben nur rumgechillt und fuhren halt noch unseren Film. Einmal ging ich Fight Night mit Berliner Atzen. Und schon vor der Tür machte so eine Diva Faxen. Stellt sich vor mich, als ob sie sich jetzt prügeln will. Wir waren bestimmt 20, jeder meiner Brüder grinst. Sie machte voll auf Optik Beef und zickte mich an. Mir war es peinlich, Mann, dass ich so im Mittelpunkt stand. Und je später der Abend, desto mehr floss das Heineken. Dann fing sie plötzlich an, auch die anderen zu beleidigen. Ich schwör, ich hab noch in Gedanken sie geschützt. Und dachte, hör doch auf, Mann, spiel doch nicht verrückt. Wenig später hat sie dann ne Klatsche bekommen. Da konnte ich auch nicht machen, shit, Mann, das hatte sie davon. Vor paar Jahren sah ich sie, als ich zu nem Konzert bin. Was soll ich sagen, immer noch die alte Produzentin. Lass doch gut sein, Alter ist doch easy. Damals, als wir Streit hatten, war ich noch ein Teenie. Scheiß drauf, so nimmt die Zeit seinen Lauf. Manche wollen keinen Frieden, ich geb's einfach mal auf. Wie jeden Tag lief ich mit dem Hund durch die Branks. Als plötzlich einer mich von hinten ruft und erkennt, es war Easy B. Ein super Produzent, den ich von früher kannte, sagte, lass mal Mucke machen, Champ. Ich sagte, cool, Bro, und wir connecteten. Kam nach Hause, wo auf einmal die Action ging. Steuerfahndung, ritten ein bei mir so pronto. Aber Stein hatte mein Konto, ich war pleite, Alter, komm schon. Keine Papiere und ich wurde geschätzt. Kein Geld für Anwalt, sie machten mit mir kurzen Prozess. Yes! Und bevor ich mich versah, hatte ich überkrasse Schulden am Arsch vom Vaterstaat. So ne Scheiße, Mann, ich glaub, ich muss reiern. Bro, was macht man jetzt am besten? Frust feiern. Also los mit den Exzessen, Kokanäschte, um die Existenzbedrohung zu vergessen. AK Party, Lungenriss, zu viel Drogen in der Fresse. Faisal hob mich auf, bevor ich auf dem Boden hier verrecke. Lief ein Tag damit rum, weil ich nicht wusste, was ich hatte. Nicht versichert, also lieh mir Yunus seine Karte. Ging zu Fuß ins Krankenhaus und der Doktor war schier. Geschockt, er sagte, wir müssen sofort operieren. Nach der OP werde ich wach und eine Single dringt ins Ohr. Es war mein Konkurrent im Fernsehen mit nem Kinderchor. Dachte, fuck, er wirft mir doch die Singerei vor. Whatever, nächstes Thema, heute sind wir d'accord. Die Street liebte mein Mixtape, doch es wurde geliebt. Jeder feiert, doch ich habe nicht mal Kohle verdient. Ganz wenig Auftritte und keine hohe Gage. Aber unser Studio Kaukasus, oberste Etage. Neben Khatam und den La Honda Jungs, ich verkaufte Features. Eggverse auf Sonderwunsch. Gruß an OJ, der sein Leben geändert hat. Und auch Gruß an Bero Bass, mein Bruder aus dem Knast. Hat ein paar Differenzen, doch wir haben es geklärt. Wir sind Westside Kanaken, ein fabelhaftes Werk. Beim letzten Album hatte ich voll Bock zu genießen. Hatte meinen Kinofilm und ich war stolz zu releasen. Ich sah nicht gerade aus wie der Prototyp Kanake. Roter Teppich, Schickimicki ohne Cordon-Lederjacke. Doch ich hab das mal für mich gebraucht. Früher Strom nicht gezahlt und das Licht geht aus. Also denk nicht mal dran, ich hab das Straßending vergessen. Doch ich glaube, manche haben, dass ich Straße bin, vergessen. Oh shit, Allah. An manchen Tagen hasse ich mich selber. Dann hör ich meinen eigenen Rap und bin wieder verliebt. Hart 700 in your ass, man. Für den Fall, dass ihr es vergessen habt. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste, Allah. Freezy. Hab mich nie drüber beschwert bei meinen Alben zuvor. Kompensierte es den Texten nur durch geilen Humor. Erinner mich zurück, ich war nicht immer so rich. Wir lebten in einem kleinen Zimmer zu dritt. Digga, shit. Hör mir zu, ich hab im Ghetto gewohnt. Echo war stone, 24 Stunden rapmäßig tot. T-Punkt von Eck, ich hab mich von meinem Vermieter versteckt. Herr Bora, ich hab sie gesehen, doch ich blieb hinter Mac. Fuck, er hatte es gemerkt, lange ist es her. Meine Tagesaufgabe war ne 20 Gras zu klären, yeah. Meine Wohnung, sie war klein und ungemütlich. Hatte tagelang dieselbe Kleidung an wie üblich. Mischa grüßt
Ich denk nicht, dass ich es vergessen hab. Er gab mir mal nen Hunderter, weil ich nichts zu fressen hab. Hing ständig ab im türkischen Café. Wirklichkeit tut weh, ich könnte ein ganzes Wörterbuch erzählen. 3 Jahre Bewährung wegen Steuerhinterziehung. Und Hönitz ist bald draußen, er hat bessere Beziehungen. Sie verklagten mich schon so, der Staat will mein Brot. Sie waren erst zufrieden, wenn ich arm bin oder tot. Shit, gestern war ich noch die Togo-Sensation. Heute kam WDR, Ghetto-Dokumentation. Die kennen haben aus Versehen eine Übergabe auf. Sie mussten alles löschen, sonst kommt niemand lebend raus. Es wird offen gedealt, alles in Zeitung verpackt. Wer mit drin hing, circa jeder zweite Kanack. Doch ich konnte nicht, das wär zu auffällig gewesen. Außerdem hätte ich selber alles weggeraucht auf jeden. Weil meine Wohnung direkt neben Junkie-Bund war, hingen überall die Zombies, manche kannte ich mit Namen. Ich schaute aus dem Fenster und sah Bahngleise. Immer wenn ein Zug kam, hatte ich im TV die Ameisen. Das war so circa 50 Mal am Tag das richtige Ambiente für einen künstlerischen Pfad. Und als Rapstar tust du viele Feinde haben. Einer schickte mir nachts um 4 einen Leichenwagen. Und fiel niemals ein, etwas der Polizei zu sagen. Alles klar, Herr Kommissar, ich muss das Recht zu schweigen wahrnehmen. Denn ich wohne auch noch morgen hier, Herr Böhmermann. Gruß an meine Albos und Bösemann. Auch meine deutschen Brüder leben das Block live. Ich grüße Asi Diddy aus Ostheim. Weiter geht's, ich bin zu Meckes marschiert. Servietten abziehen, hatte kein Toilettenpapier. Ich weiß noch einmal, als der Eck Geburtstag hatte, stieß ich an um 0 Uhr vom Fenster. Billig Sektflasche vor der Tür. Schießerei in der Menge, in Deckung. Es stritten sich 2, die ich kenne. Geh doch online, Cosmo TV Reportage. Und du verstehst genau, was ich sage. Oder guck nochmal das AEO Making Off. Dann verstehst du jedes Wort. Frag doch Farid, der weiß, was hier am Block so geht. Der brachte G die Credibility zu JPG. Was wir hier durchmachten, doch behielten unsere Ehre. G, die bis ich sterbe, manche wären suizidgefährdet. Taune Straße, wo jeder fast aus Nador kam. Die Bullen kannten uns alle mit Vornamen. Jeder wollte wie oder Navi Porsche fahren. Keiner disste uns, alle waren vorgewarnt. Stens Gang unterwegs mit Huren gewesen. Sie haben mir Fluss gegeben, als ich nicht genug hab zum Leben. Eine wurde dann später meine Freundin für Jahre. Sie ist echt ein guter Mensch und ich bereue meine Taten. Ihr könnt jetzt gerne lachen von mir aus, doch ich mach das Ganze zwischen Allah und mir aus. Und wenn du das hörst, hoffe ich, du kommst auf den rechten Weg. Es war mir eine Ehre, mit dir durch den Dreck zu gehen. Ex, ein Leben am Rande des Wahnsinns. Deshalb fuckt es ab, wenn eure Punchlines nicht wahr sind. Gruß an Karakan, Gruß an Papalan. Push the Street Cinema, jetzt bucht sie das ganze Land. Neider über alles, will dir keiner was gönnen. Kaltpost, Drogenplatz, Nummer 1 in Köln. Ich sah Jungs geklaute Fernseher auf den Kopf tragen. Ich sah Penner in meinem Flur in ihrer Kosse schlafen. Was ich sah, gab mir keinen Grund zum Lächeln. Ich bekam dasselbe wie mein Hund zu fressen. Doch denke nicht, dass ich wie K1 am Heulen bin. Warum dann? Ich erzähle euch den Sinn. Die meisten Gangster-Rapper, sie verkaufen euch den Film. Dabei haben sie vom PC nur mit den Boys gechillt. Und nur weil ich sich immer raushängen lasse, bin ich nicht euer lustiger TV-Film-Kanacke. Ich war kein Gangster, aber ich war mittendrin. Meine Freunde kriminell, doch ich krieg das mit Zitten hin. Kenn das live, das Ghetto im Beton. Doch ich hab es rausgeschafft und ich rappe nicht davon. Ich nehm den Shit zu ernst, alles muss authentisch sein. Und weil ich's nicht mehr lebe, baue ich das nicht ständig ein. Sonst wär ich wie Image-Rapper, die ich kritisiere. Sie verkaufen ihren Arsch, aber nicht mit mir. Doch an alle Fans vom Straßeneck, aufgepasst. Ihr wolltet mehr harten Rap, ich hab mir was ausgedacht. Der neue Shit geht auch über mein altes Leben an. So hab ich einen Weg gefunden, wie ich's noch vertreten kann. Ich bin stolz, aus welcher Gegend ich bin. Denn sie machte mich zu dem, was ich bin. King. Deshalb kack ich auf die 50 Cent aus Disneyland. Crispy Man, gib mir jetzt einen neuen Beat. What the fuck, Alter? What the fuck, Alter? Lass jetzt mal runterkommen, Monari. Alles Chilawi. Onkel Freezy. Slow down. Ich muss mal mit ein paar Gerüchten Schluss machen. Leute sind am Hetzen, die noch nicht mal echte Kunst schaffen. Ihr guckt mich an, als ob ich Marsmensch wär. Was für Kurde, Türke, Land, wo kommt das denn her? Was für ne Frage. Einmal kam so ein Streunerkind. Um ihn stumm zu machen, sagte ich, dass ich Deutscher bin. Was auch stimmt, denn auf meinem Pass steht Deutscher drauf. Ich hätte ihn fragen sollen, wie sieht eigentlich dein Zeugnis aus? Doch Spaß beiseite. Ich sehe ja, da ist Nachfrage, deshalb werde ich sein letztes Mal in diesen paar Tagen. Papa ist ein Türke, was mich auch zu einem macht. Doch dass Mama kurdisch ist, hab ich nie verheimlicht. Spaß. In einer Zeit, wo die Emotionen hochkochen, wollen mich diese Facebook-Piraten mit nem Post mobben. Doch ich lasse mich nicht ärgern von paar Bastardkindern. Ich bin hier der Quotentürke, welcher Peach will das verhindern? Gruß geht an meine Kurdis wie Aykut. Wir sind alle eins, Janem, es gibt kein Eidem. Und wer den Scheiß nicht checkt, soll von meiner Seite weg. Ganz einfach oben links klicken und dann gleich den Eck. Trotzdem schreibe ich Rap zu schlau für jedes Rapperlein, das mit Nationalstaat Bauernfängerei betreibt. Ich bin stolz auf meine Eltern und die Herkunft. Und für meine Fans hab ich ein letztes Mal geklärt. Punkt! Zurück zur Story, das war
meine Kalka zeigt. Ich wollte sie euch erzählen, bevor ich mein Album zeig. Weil diese Stories in den Diss-Tracks waren. Doch meine Seite von dem Ganzen habt ihr nicht erfahren. Naja, ich machte meine Marke wieder hoch. Hab ich euch schon erzählt bei 700 Bars und so. Aber konnte trotzdem nicht in jede Linse grinsen. Die Steuerschulden wurden mehr durch Zinseszinsen. Karriere lief, Alben wurden rausgefeuert. Doch ich konnte mich nicht freuen, sau bescheuert. Wie soll ich so eine Summe aufbringen, heuer? Denn die Summe wird am Ende des Jahres ja dann auch versteuert. Ich will es nicht zu kompliziert machen, alles Boro. Ganz einfach Kopf gefickt, von A bis Toro. Und so ging ich ins Studio und Easy fragt: Was ist los, ey? Und ich hab es ihm gesagt. Er sagte: Kein Problem, Mann, ich helfe dir. Ich streck's dir erstmal vor, damit du wieder Geld kassierst. Da soll mal einer diese Welt kapieren, Alter, krass. Gerade wenn du denkst, du hast alles falsch gemacht. Wenn du keinen Ausweg siehst und den Alltag hast, sind Gottes Wege unergründlich, alter Satz. Er machte, dass ich jetzt komplett wieder da bin. Anwälte, Berater, ein komplexes Verfahren. Wie soll ich ihm dafür danken, denn es war ja Arschspiel. Ich zahlte ihm den großen Teil zurück durch meinen Verlagsdeal. Und solltet ihr mal Easy B treffen, sag ihm danke dafür, dass er Freezy gerettet hat. Das war das Letzte, was mich noch am Blocken war. Meine Existenz, sie ist nicht zum Stoppen da. Das kann nur der Tod, der Knast oder ISIS. Jetzt wisst ihr bloß, wie krass dieser Freeze ist. Jesus, was du findest, wen noch tighter. Lass mich mit dem auf den Track und dann sehen wir weiter. MC Boogie hatte mich früher ganz hart beleidigt. Er kannte mich doch gar nicht, also schrieb ich ihn bei MySpace. Fragte wieso und er meinte, schwamm drüber. Arzt meinte Jahre später, da seid ihr doch lang drüber. Wir trafen uns in Tempelhof und machten reinen Tisch. Boogie hatte eine schwere Zeit hinter sich. Ein wahrer Atze, einer der realsten im Showbiz. Wir machten das jetzt wie zwischen Berlin und Kolonis. Gruß an Alias, ich supportete ihn. Als wir nicht wussten, dass er gut drin war mit Worten zu spielen. Und wir beide pushten Moneyboy so sehr, als ich damals noch keiner mit ihm zeigen wollte. Yeah, King am Rhein, achte auf dein Hinterbein, denn es könnte Spinning Nines angeriebener Pimmel sein. Wackness, wie beim Falk und Steiger Film. Wie konnte ich sowas nur supporten? Aus freiem Willen, nichts gegen DJ Khaled. Aber war, du willst dich googeln, holen, behalt das Geld, du kannst mir mal die Nudel blauen, du Hurensohn. Mackie aus dem Viertel, der Wrestling interessierte. Der allerbeste Rapper, man, den Neffi boykottierte. Damals bei Sport hat man den dicken Barbut von Straßensound in der Kabine mit nem nassen Handtuch auf den Arsch gehauen. Ach ja, genau, kennt ihr noch Abdel und Faust? Wir sammeln jeden Dienstag Dosen von der Raststätte auf. Einer sitzt grad vom Laptop und denkt, wann bin ich dran? Doch ich sage deinen Namen niemals! Denn es gibt nichts zu planen, ich hab dir nie was getan. Und hab keinen Bock auf so Promo-Phasen-Beef mit nem Plan. Ich hab dich immer als den Straßenjungen respektiert. Killer hat mir damals doch gesagt, du bist ein Fan von mir. Warum der Scheiß? Ich dachte, du bist ein Ehrenmann. Was interessiert dich denn überhaupt mein Werdegang? Ich nahm Serge an die Hand mit auf drei Tourneen. Und Hayat war zu jung, ich konnte ihn nicht sein, okay? Was ich mich frag, das ist doch gar nicht dein Problem. Mann, ich mach nie mehr, wie kommt man eine CD? Wenn du immer noch was willst, schreib doch einfach paar Strophen. Ich bin zu alt, um auf Facebook irgendeinen Scheiß zu posten. Vielleicht mach ich dann einen Track zurück und zerfleisch dich, auch wenn du Frieden willst, weißt du, wie du mich erreicht kriegst. Denn mich kann man doch nicht haten als MC. Ich hab meine Dues gepaid und mir jeden Cent verdient. Mann, jetzt change mal den Beat. Tamam Brudi, ich hab noch was auf dem Herzen, Alter. Kennst ja Crispy, muss alles raus, was keine Miete zahlt. Let's go, let's go. Ich hab letztes Jahr einem meine Hand gereicht und dann gemerkt, er ist immer noch auf Schwanzvergleich. Mach kein Eier, nur weil du bisschen mehr vertickst. Was ist dein Sound in der Hut, wert man nix. Ich hab Hits wie Ghetto, Landsleute Ehrenmord. Frag mal auf der Straße, Bruder, denn es kennt sie jeder dort. Jetzt will man auch meine Nettigkeit heruntersehen. Nie mehr in meinem Leben wird ein Rapper mich als Sprungbrett nehmen. Ich geh nicht hier weg, nein, ihr kriegt mich nicht hier weg. Bin die Missgeburt von Eck, bleib verfickt nochmal der Mac. Ich release, wann ich will, ich feature, wen ich will. Ich bin keinem etwas schuldig, ich bin Freezy, der euch killt. Ihr denkt, schuh, er ist Schauspieler jetzt. Doch ich bin und bleib der Inbegriff von Ausländer-Rap. Das geht raus an jeden Act. Wer spielt mit meinem Brot, der wird sofort gefickt. Lyrisch merz ich euch alle tot. Und jetzt sagt ihr, ich bin softy geworden. Ich war zu gut zu euch, ihr seid alle Fotzen geworden. Leute bleiben hängen, auf Meek gegen Drake. Aber hier geht es um mehr, das ist Street gegen Fake. Deutscher Rap ist ein Puff, alle blasen sich gesund. Doch glaubt mir, keiner tanzt auf dieser Hackennase noch herum. Rattenbusiness, früher war's eine ganze Armee. Jetzt kann ich Freunde, die rappen, an einer Hand abzählen. Denn wenn du zehnmal hilfst, aber beim elften Mal nicht kannst, hängen sie sich gleich an den nächsten meldbaren Schwanz. Alle warten auf den Punkt, wo du angeblich nen Fehler bringst, damit sie auf deinen Kopf steigen können ohne Gegenwind. Scheiß drauf, ich danke Gott dafür, weil er mich damit weg von euch und zum Schott dafür. Ey yo, einmal hab ich Schwäche gezeigt, jetzt will mich jeder ficken, als wär ich ne Sängerin bei Destiny's Child. Ich helfe keinem, ich bin aus der Hood gekommen und schaff das ganz allein. Ihr könnt alle lutschen kommen. Mach mir über keinen aus der Szene mehr Gedanken.
Gedanken. Wie viel Typen haben mir ihr Leben zu verdanken? Denkt daran, wenn ihr grad mit Leihwagen fahrt, denkt an mich, wenn euch jemand eure Scheißgarten zahlt. Jedes Mal, wenn ihr esst, jedes Mal, wenn ihr scheißt, jedes Mal, wenn ihr rappt, jedes Mal, wenn ihr schreibt. Jedes Selfie mit paar kleinen Kids, jedes Mal, wenn ihr Weiber fickt, denkt dran, dass es eigentlich meine sind. Fick aufs Game, mir kann jeder einblasen. Ich hab Echo nie gehört, lag, wen willst du verarschen? Ich frag mich, wer mein Bruder Faisal gerade hier? Wird dann wirklich viel von dieser Scheiße da passieren? Der allerloyalste, ach, hier keiner ist wie wir. Sind damals bei BMG wie Ice Cube einmarschiert. Denn sie hatten mir mein Mixtape einfach verboten. Bekamen Hausverbot, weil wir die Mitarbeiter bedrohten. Klar, denk ich mir heute, Alter, musste das denn sein? Aber wenigstens wussten sie Bescheid. Das geht an alle da draußen. Ich werde Millionär, ich sag es noch einmal. Ich werde Millionär. Und wer sich jetzt noch in meinen Weg stellt, bekommt 2000 Bars. This tracking in your ass. Hey yo, Crispy. Das reicht jetzt mit Beef, Mann. Lass mal ein bisschen Entertainment machen hier für die Leute noch. Von zu viel Rap-Updates kriegt man nämlich Schrumpfoten, hab ich gehört. Was ist, wenn ich heute sterb? Was sind all die Leute wert? Party, Marty, Fame, Main, das ist teufelswert. Ich bin jetzt auch nicht der Saubermann für Nerds. Doch mit meinen Bars kann ich zaubern, Mann, ich schwör. Ich kann mir alte Brüder hier herbei wünschen. Zum Beispiel Hakan Abi mit seinen Reimkünsten. Es funktioniert, wenn man nur fest dran glaubt. Die Bars machen's möglich, Mann, da müsst ihr echt vertrauen. Ey, was willst du denn, du Halbschwuli? Hakan Abi, Maserati, Kalkbrudi, Hurensöhne. Ihr seid alle Hurensöhne. Ich häng dich auf, kauf nur deine Kapuzengröße. Ich bin immer noch der Pitbull-Flüsterer. Geht mir nicht auf die Nüsse klar. Willkommen in Grimberg, Humboldt, Ehrenwert und Stolz. Der durch seine Gegend edelfährt, prunkvoll. Heute trage ich meine Nike, Erdogan. Leider hab ich nur noch unten den Pferdeschwanz. Grand Branks, Comeback, Stansgang, Wanted, Errol, Hakan, Ekrem, Betonrap. Branks Baba, wow, das war jetzt stark. Am liebsten hätte ich einen, mit dem ich noch nie auf nem Track war. Einen saukrassen Rapper, der jetzt aus der Torte springt. Sodass ihr denkt, dass eure Ohren nicht in Ordnung sind. Und ihr nach Worten ringt. Ihr kriegt Gänsehaut, das macht euch völlig scharf. Wofür ihr keine Canon braucht, liebes Universum. Sucht ihr so einen MC aus und ich nimm die Reaktion der Fenster mit nem Handy auf. Ich komm aus Gladbeck, du glaubst, ich käm aus Minnesota. Grüße gehen raus an meinen Bruder Ekrem Bora. Ich führ ein Leben zwischen Döner und Pepsi Cola. Doch meine Parts ficken nicht pervers und sexy. Ich steh auf blondgefärbte Bitches, die Pulver ziehen und dann zu Bestien werfen wie Wolverine. Ihr seid zwei prominente Mädchen mit Schwänzen. Ihr macht zwar auf Fahrt, doch wir reden mit Händen. Eine Backpfeife links, eine Backpfeife rechts. Fick Vater Staat, Anzeige check. Landstreicher Rap wie Mock und der Rest. Deutscher Rap ist ein Witz und ein Opfergeschäft. F.A.R.D. Ich kam, sah und siegte. Ohne ein Image oder Marketing-Ziele. Pushte das Land so wie Amphetamine. Bin der Grund dafür, dass ich die Straße verliebte. Ich kann's nicht glauben, Alter, das war fahrt sauber. Hab euch doch gesagt, ich kann mit diesen Bars zaubern. Aber schau mal, ich will mehr von diesem alten Scheiß da. Einen richtigen Kaltprovider, Haltabschneider. Wer könnte quasi in diese Rolle passen? So ein Kölner Asi. Einer, der so richtig aggro drauf ist, Mois. Mann, ich vermisse Cupcakes, eine abgefuckte Wurst. Ich ficke jeden, der muckt, ich ficke jeden, der zuckt. Senk lieber deinen Blick, ich ficke jeden, der guckt. Warum bei Promophasen vor einer Wohnung warten? Rapper sind Metro, ich halte sie mir als Homosklaven. Ihr macht Selfies, Oberkörper frei. Ja, Camp Flea, ihr wisst, dass ihr Hurensöhne seid. Macht euch ready, hier kommt der Bladdy. Treff mich an der Ecke mit ner fucking Musteri. Doch solange da draußen Kopfgangster fangen, zieh ich mir die Nasen vor der Jobcenter-Schlange. Ventura-Brüder, die üblichen Verdächtigen, GD Milf, Hunter, es gibt Prügel für die Restlichen. Jetzt wird Satan geknechtet, Cupcakes und Neckshit. Am besten kommt noch einer, mit dem gar keiner rechnet. Mit dem ich schon diverse Gangbangs durchzog, nachdem er eine Line in der Grand Branks durchzog. Dieser Move wird für Gegner nicht schwer sein. Unser letzter Track müsste 10 Jahre her sein. Der den Echo-Hatern immer Ohrschellen gab. Darf ich vorstellen, Zahn? Oh yeah, oh, der erste Gangster-Rapper, der Arabisch spricht. Da schon damals schickte ich MCs auf die Straße, strich. Bullen jagten mich, doch ich spuckte auf dein Strafdelikt. Und nächstes Jahr sorg ich dafür, dass sie dir Hand vom Baden küsst. Nichts hat sich zwischen mir und Freezy verändert. Denn er hängt immer noch mit mir ab, so wie Miri-Klamember. Der Baba. Ich setze Trends mit Kanaken-Akzent. War dem Ende nah, doch ich hab wieder Masken am Fans. Wie dachtet wirklich, ich bin weg? Was fällt euch groß, Mäuler? Nein, ich kann es gehen, wenn ihr mir einen guten Thronfolger zeigt. Ja, yeah, Mann, du bist ich sterbe, bleib. Wie Sterne nach den Sternen greift, Echo Fresh und Babassat, die letzten werden der ersten sein. Oh shit, das war Saat zu dem Chor. Mach jetzt Schluss, will noch irgendwer was sagen davor? Autsch!
Da knackt mich gerade einer in der Schrittgegend, der was sagen will zu Leuten, die über ihn Shit reden. Ey yo, ich bin Neck aus Lederhose. Ich bin Swag und seh schick aus in jeder Pose. Eck trägt mich wie Haft, die einen Pelz trägt. Es bedeutet, er ist ein Kanacke, der sein Geld zählt. Ich bin hier, um auf Wichser zu scheißen. Wer mich hatet, kann sich mich gar nicht leisten. Eck ist wie Diddy, Kanye und Michael. K ist wie Bullen, Bruce Danell und Geissens. Bei mir ist nie tote Hose Spaß. Ich bin ein Symbol für einen, der es nach oben schafft. Fickt euch alle. Mein Style ist Haute Couture. Mich kann nur einer tragen, der die Eier hat dafür. Hört mal alle zu, Oh, schon Hartz nach 7. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Come on, come on. Nur um kurz die ganze Story mal zum Ende zu bringen. Als Rapper bin ich schon seit Jahren in der Champions League drin. Doch auch im echten Leben musste ich mal endlich gewinnen. Also hörte ich auf, nur an der Straßenecke zu chillen. Und bin dann umgezogen, etwas außerhalb. Und hab mich lange aus dem ganzen Beef-Scheiß rausgehalten. Doch heute bin ich wieder öfters in Kalk. Immer noch die Nummer 1 auf dem Kölner Asphalt. Weil Echo Fresh Licht der Ghetto-Chef ist. German Dream war das deutsche Death Row Records. Aber Brudi, alles Gute hat ein Ende. Hatte Blut an meinen Händen, doch die Zukunft, sie wird blenden. Ihr habt gesehen, ich kam aus der kaputtesten Scheiße. Deshalb musste unsere neue Firma Hutkind heißen. Eine Ära ist vorbei, es war eine mega geile Zeit. Doch wir bauen jetzt was Freshes auf Ekas neuem Hype. Denn solange ich mein Talent hab, muss ich keine Angst kriegen. Der einzige Rapper, mit dem ich häng, ist Landliebe. Will noch was loswerden zu dem ganzen Ghostwriting. Jeder kann zu mir kommen und ich werd den Flows beibringen. Doch ich werd es niemals öffentlich sagen. Also hört bitte auf, so wie ein Gott mich zu fragen. Warum sollte ich damit einmal ein paar Geier klicken? Eine meiner möglichen Einnahmequellen ficken. It's a no, bei mir gibt es Diskretion. Egal ob ganze Alben, Singles oder Diss-Tracks, Bro. An alle, die über mich lachten, als ich unten war. Ha, 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 ha. Und eins muss ich noch hinzufügen, warte mal. Ha, 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 ha. Back to work, mehr seid ihr Fickern nicht wert. Kommt nicht angeschleimt, ich hab mir die Gesichter gemerkt. Rapper machen Clubshows, egal was sie verdienen. Ich war öfter bei Rap, als ihr wart bei Vis-a-vis. Der einzig wahre MC, euer Blutzucker sinkt. Gangster-Rapper wissen nicht mal, dass sie YouTuber sind. Ihr lust, ich bin King, ihr seid Punks vor dem Herrn. Rap so lang wie eure Alben, um meinen Standpunkt zu klären. Ihr macht zwei 16er über Markenklamotten. Aber euch wird klar, ihr könnt dieses Arschloch nicht toppen. Leute warten auf mein Scheiß, wollen bei Amazon shoppen und sind gespannt, als wird ein neuer Star Wars Film droppen. Und was der Sinn von dem ganzen Mist hier ist, ich schätze, ich bin verfickt nochmal der Beste. Okay, kommen wir mal zum Ende jetzt. 700 Bars reloaded. Ich fühl mich fresh in der Booth. Aber hört mir noch bis zum Ende zu. Ey yo, Endspurt, zieh das für die Fans durch und für meine Bros, durch die ich ein besserer Mensch wurde. Killer, Ali, Sami und Arafat, Ennis, Wissam, Wasim und Ashraf, Ferit, Mo, Kida und Erfan, Numan, Afif, Jivar und Selam, Hussein, Ulash, Erol Abi, beste Mann, Sheriff, Imad, Hamudi, unser Champion. Grüß die Azaitas, Osama, Ado, Nuri, Marcel, Aziz, Kojo. Schreib mein Support an diese 700 runter, für alle, die mich feiern seit dem ersten Lied bei Bunker. Chalas, ich bin endlich raus aus meinem Steuershit. Hatte ein paar wilde Jahre, aber ich bereue nix. Denn ich hab's für meine derbsten Fans gemacht. Meine ersten Fans gemacht, die länger her sind als 08. Ja genau, für die seit der KVD-EP, die ihre Jungs anriefen, wenn ich grad auf Viva lief. Boys und Mädels, die früher mal im Forum waren. Für die Verrückten, die im Breaks vor meiner Wohnung waren. Für alle treuen Fans, die immer zu uns hielten, auch als die ganzen Labels uns für minderwertig hielten. Niemand konnte uns leiden, niemand wollte uns haben. Was wär ich, würde ich die ganzen Dreamer-Fans nicht haben. Für alle, die je auf Gigs wegen mir gekommen sind. Für alle, die je auf Spits wegen mir gekommen sind. Alle, die auf Social Media liken, wir waren noch nie Gold. Doch das muss nicht weniger heißen. Von jetzt kommen wir auf die Sachen bis zum Optik-Mixtape. Hab ich damals schon gezeigt, dass bei euch trotzdem nichts geht. Erst König von Deutschland und dann ich bin jung und brauch das Geld. Hab mein Status hier in eurer Wichser Runde aufgestellt. L-O-V-E und dann Dünja Dünjo. Wüsste nicht, warum ich euch verfickte Künstler kennen soll. German Dream, All-Stars, Hartz IV kam dann raus. Und die meisten Rapper dachten schon, wir wandern aus. Dann kam Nemesis, mein Freund, und Vendetta im Laden. Wenn ich will, kann ich auf Tracks die Gangster-Rapper begraben. Ecke Valley, und jetzt kommen wir wieder auf die Sachen. Ihr traut euch neben mir nicht, eure Vita aufzumachen. Fickt deine
deine Story und was kostet die Welt? Kam aus der Gosse zu Geld und du machst nur Gossip, du Kelp. Ekrem Album und dann Neck to the Roots. Jetzt krieg ich Fluss, Digga, deine Alte leckt mir den Fuß. Dann kam Exodus, Nummer 1 und deutscher Traum. Seit dem ersten Album trage ich diese Deutsch-Rap-Crown. Bars über Nacht, ich fick mit dem falschen Habibi. Und wisst ihr, wie mein neues Album heißt? Freezy. Wie wichtig Ex seine Fans sind. Es gibt keine Decks, Kommerzen, Experimente. Kein Trap, kein Sing-Sang mit Vocalizer. Kein Image-Rap-Getue für Hosenscheißer. Wenig Features, 100% realer Typ. Hip-Hop-Gütesiegel, kalt, Post-Street geprüft. Dafür würde ich mir den Finger abtrennen. Du kannst es blind bestellen, überzeug dich hinterher selbst. Und das Cover macht wieder Dope Kid. Also wissen alle, Freezy wird Dope Shit. 40.000 war ein erster Erfolg. Vielleicht schaffen wir ja dieses Mal die Hälfte von Gold. Frage, kommt euch beim Rap-Zirkus auch mal das Kotzen? Was soll ich sagen? Dann kauft meine Boxen. Ihr denkt, die Industrie lässt mich nicht weit genug vor. Zeigt Support, bestellt es euch bei iTunes vor. Kommt Zeit, kommt Rat, gebt vielleicht nochmal Gas. Noch eine Eins wäre doch stark und dann 2.000 Bars. Naja, genug Werbung für die 9. CD. Die Videos werden überzeugen, wenn sie online gehen. Ich muss mir hier auch keinen Hasen aus den Hut zaubern. Vergleich doch mal mit anderen Rappern, alles Blutsauger. Geh auch auf Tour, Brauner, Hamburg und Bremen. Freu mich, denn ich hab euch lang nicht gesehen. Außerdem Hannover, Berlin. Freu mich drauf, die neuen Sachen und die Oldies zu spielen. München, Stuttgart, Heidelberg. Wer mich kennt, weiß, dass ich uns nicht zerreißen werd. Und auch in die Schweiz wird gefahren zu Besuch. Reitgenossen, ich erwarte euch Dudes in Basel und Zug. Werd in Österreich ebenfalls ordentlich MC'n. Support German Dream in Dornbirn und Wien. Auch in Frankfurt, Münster und Dortmund live. Wo auf der Bühne ein Künstler das Wort ergreift. Und letztlich das große Finale in Cologne. Bestellt bei Eventim eure Karten und dann go. Bevor ich es vergesse, ab März bei ZDF kommt Blockbusters Deutschlands erste Ghetto-Sitcom. Auch in der Mediathek ist es möglich abzurufen. Ballert alles voll, damit die eine zweite Staffel buchen. Vielleicht steht ich dieses Jahr noch beim Flash auf. Entscheide meine Moves nicht mehr, weil ich dringend Cash brauch. Mir geht es bestens, der King des Westens. Lasse mich nicht provoziert, steht drüber so wie letztens. Auch wenn ich Gold immer nur für andere schreib. Leute, die Plan haben, wissen noch schon lange Bescheid. Wenn du mich suchst, ich bin jeden Tag Standard im Studio, Mann, oder im Büro mit Anna und Julian. Der die Charts ruled, ihr habt nicht mal Bartwuchs. Ich bin Geländedigger, muss ich mal auf Hart tun. Hab ne neue Frau, die hat mir gar nichts was am Hut. Ach ja, die beste Nachricht, ich bekomme Nachwuchs.